Hallo zusammen, ich bin der Chibi und ich präsentiere euch heute hier beim Gameladen Don't Starve. Bei Don't Starve geht es wie in jedem Survival-Game darum zu überleben, wie der Name schon sagt, nicht zu verhungern. Don't Starve, ja? Und hier wird jetzt gerade die Welt generiert, in der ich jetzt spielen darf. Und da war ich auch schon auf. Say, Pearl, you don't look so good, du siehst nicht so gut aus. Du solltest dir besser was zu essen suchen, bevor die Nacht hereinbricht. Nein! Nein, die Nacht. Denn in der Nacht kommen ganz, ganz böse Monster, ja? Und da muss ich mich jetzt ganz schnell drauf vorbereiten. Also so geht es nicht. Naja, so unvorbereitet geht das hier einfach nicht. Und jetzt muss ich mal schnell was sammeln. So, jetzt kann ich mir schon mal eine Axt bauen. Ne? Hat natürlich auch ein Crafting-Menü, wie jedes gute Survival-Game auch. So, ich klopp mir mal eben den Baum hier weg. Der gibt mir dann einen Log. Hier noch einen. So, weg damit. Zack. Hier noch so ein Pinecone. Ich nehme erstmal alles am Anfang mit, was ich hier so sehe, ja. Vielleicht kann man es ja später nochmal gebrauchen. Das Gras braucht man auf jeden Fall, um sich eine Fackel zu bauen, wenn man nachts reisen möchte, oder um sich einen Grass Suit zu bauen, damit man ein bisschen besser geschützt ist. Ja, so, ich nehme mal noch ein bisschen Holz mit, um gleich das Feuer ein bisschen zu bepowern, sobald es da ist. Sotale. Karotten nehmen wir natürlich auch mit. Ich will ja nicht verhungern, ne. So, Stöcker kann man auch immer gebrauchen. Und jetzt gucken wir doch mal, dass wir hier eine bisschen schönere Gegend finden und das nicht so unbewachsen ist hier. Ja, es gibt hier nämlich auch die Steppe, da wachsen dann ein paar mehr Sachen. Hier, seht ihr? Guck mal, da sind zum Beispiel Hasen, die man dann fangen kann. Oh, hier sind sehr viele Hasen und sehr viel Gras wächst hier nach. Das ist gut. Und hier ist quasi schon ein Weg zu meinem Home. Und ein Stein, okay. Hier werde ich mir jetzt erstmal aufbauen und ein Campfire errichten. Mitten auf der Straße. Ja, so sieht's aus. So, da schmeiße ich erstmal noch ein bisschen Fuel rein. Also ein paar Stöcker, die ich noch hatte. Nicht Stöcker, die Stämme, die ich schon hatte. Und jetzt suche ich mir erstmal noch einen weiteren Stein. Und der müsste irgendwo hier sein. Kann ich hier nicht hier draufhauen? Nee. It wouldn't fit in my pocket. Ja, ach ehrlich? Oh, guck mal, ein Pfeil. Better him than me. Ja, das stimmt wohl auch. Diese ausrasten, die Kanickel. Gucken, ob er ihn kriegt. Oh, schade. Ey, kann man nicht fangen. So, ich brauche noch einen Stein. Da ist noch ein Stein. Damit ich mir jetzt zumindest erstmal eine Pickaxe bauen kann. So, da habe ich sie doch. Wo ist sie denn? Wo ist meine Pickaxe jetzt hin? Hä? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, da. Equip. So. Jetzt kloppen wir doch erstmal den Stein hier auf und gucken, was da so Schönes drin ist. Bam, bam, er gibt alles. Immer vollen Körpereinsatz. Nitre, Rocks, Flint. So, das hätten wir schon mal alles. Wo habe ich denn meine Axt? Die packe ich mir auch mal hier so hinten, hier so hin. Dann kann ich schneller wechseln. So, equip, equip. Hä, wo ist meine Axt hin? Da, jetzt habe ich die wieder vorne reingelegt. Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Holz. Um das Feuer gleich noch am Laufen zu halten. Und was kann ich mir denn noch bauen hier? Science. Ich brauche sowas. Ich brauche aber einen Gold Nugget. Und den habe ich noch nicht. Soll ich mal ein Bienennest angreifen? Ich schlage jetzt ein Bienennest kaputt. Oh, 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 oh. Die sind mies drauf. Und die greifen mich natürlich direkt an. Ey. Das sind meine Seeds. Die kannst du nicht haben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sterbe ich? Nein, 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 nein. Das sind mal krasse Bienen, ne? Was die so alles aushalten. Komm, stirb. Oh, Stinger, was kann ich denn damit wohl Schönes machen? Aber das werden wir mal später sehen. Honey. Oh, lecker Honig, das ist fein. Das mag ich. So, ich wollte mir das Ding hier bauen. Dafür suche ich nochmal hier die Gegend ab, ob hier irgendwo noch ein Stein vergraben ist. Wo dann hoffentlich ein Goldnugget rauskommt. Das wäre toll. Da ist noch ein Stein. Ach, Quatsch, Rechtsklick, so. Okay. Komm, bitte ein Goldnugget. Scheiße. Oh, it's getting dark soon. Aber ein bisschen Zeit hat man noch. Aber wie ihr seht, wird es schon verdammt duster. Und nachts, da kommen die Augen im Dunkel. Die Augen. Nein. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm und super Paranoia. Aber dafür werde ich jetzt vorsorgen. Wie viel habe ich? 8. Okay. Ich brauche 10 für meinen Grass Suit. Und vielleicht sollte ich... oh, da kommt jetzt noch ein Stein. Den hole ich mir mal jetzt noch schnell. Zack, 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 zack. Und... Scheiße. Kein Gold drin. Das spielt mir leider nicht in die Hände. So, Fight. Hier, jetzt kann ich mir den Grass Suit bauen. Den baue ich mir aber erstmal noch nicht.
Denn ich muss hier das Feuer am Laufen halten und dafür gehe ich jetzt nochmal eben ein wenig Holz sammeln. Hier ist noch was. Was ist das denn da? Oh, da sind Vögel nur, okay. Oh, ich habe gerade schon gedacht, da wäre jetzt schon wieder so ein Vieh, ey. Creepy, sagt er nur zu dem Vogel. Okay, hier legen wir mal noch ein bisschen Fuel drauf. Komm, hau ab. Ah, oh, go for the eyes. Ich hätte ihn fast gekriegt. Hier ist auch noch ein Block. Komm, jetzt gib mir Gold. Nicht? Dann kann ich mir das Science-Teil bauen. Wollen wir es denn? Komm, kein Gold. Scheiße. Ich hätte so gerne gehabt, jetzt hat Gold. So, vom Dunkeln. Weil ich will nicht. Aber ich glaube, ich baue mir jetzt mal eben hier diesen Grass-Suit. So, jetzt ist er zumindest nicht mehr in normale Zivilisationskleidung gehüllt, sondern in was anderes. Ob das jetzt was, ob so ein Grass-Suit wirklich was bringt? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, aber ich sammle erstmal weiter das Zeug hier. Komm, hier sind noch Beeren, die nehme ich auch mit. Habe ich da schon welche von? Ja, da habe ich sogar schon welche von. Aber mein Magen ist ja noch einigermaßen voll, nicht? So, das Gras nehme ich noch mit. Die Karotte nehme ich noch mit. Und jetzt gleich müsste es richtig, richtig dunkel werden. Und dann beginnt die Paranoia-Zeit, die Nacht. Ja. Dafür baue ich mir, würde ich mir aber gerne noch so ein Ding hier bauen, so eine Fackel. Okay, da ist ein Zeppelin. Das schaffe ich dann noch. So. Portable Light Source. Okay. Jetzt kann ich auch in der Nacht ein bisschen hier rumlaufen und noch sammeln. Weil die bösen Monster, die hier im Dunkeln erscheinen, die greifen mich, wenn ich Feuer anhabe, nicht an. Also, das ist echt nice von denen so. Aber hier sieht es auch schlecht aus an der Front. Ne, kann ich das hier nicht. Ne, das kann ich leider nicht verbrennen. Seeds, das packen wir mal hier rein. It's getting a little low. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es mitten in der Nacht und ich habe viel zu viel Angst, mich jetzt in den Wald zu bewegen, ganz alleine so. Aber wo ich gerade sage, alleine. Für das Spiel, das es gibt, ist ja schon ein bisschen länger draußen. Kommt jetzt bald der Multiplayer-Mod. Dann könnt ihr es auch mit euren Kollegen zusammen zocken. Und da werde ich auch ein Let's Play von machen mit jemandem zusammen. Aber das nur ganz nebenbei. Deshalb schaut euch das Spiel mal an. Könnt ihr hier im Laden erstehen, ne? Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.